Liebe Freundinnen und Freunde, das Europawahlprogramm in einem Satz. So eine Kürzung ist zu so später Stunde doch genau das Richtige für uns alle. Mein Versuch, der würde so aussehen. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Ein Satz, oft, sehr oft gehört und trotzdem alles drin. Und er fasst auch gut zusammen, woran wir Grüne glauben und wofür wir kämpfen, hier und in ganz Europa. Ich bin Henrike Hahn vom KV München und Parteirätin in Bayern, Sprecherin des Landesarbeitskreises Wirtschaft und Finanzen und Delegierte für die Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen. Und ich bewerbe mich heute bei euch für das Europaparlament, weil ich eine Frage habe und weil ich mir auf diese Frage ein ganz klares Nein wünsche. Lassen wir wirklich zu, dass unser Planet kaputt gewirtschaftet wird? Fast 7 Jahre habe ich als Unternehmensberaterin für technologieorientierte Unternehmen gearbeitet in Europa und in Nordamerika. Das ist ein ganz knallhartes Geschäft. Da geht es eben meistens nicht um den Erhalt von Lebensgrundlagen, wenn man Glück hat, mal am Rande. Wir aber haben in Europa einen ganz klaren Arbeitsauftrag. Wir müssen in Europa Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Die Wirtschaft, die liegt im Zentrum der Probleme für Klima und Umwelt. Genau da brauchen wir Veränderungen, genau da müssen wir hin, wenn wir Erneuerung wollen. Ich möchte mich im Europäischen Parlament einsetzen für grünes Wirtschaften und eine nachhaltige, gerechte Wirtschafts-, Haushalts- und Finanzpolitik. Wir müssen der Ökonomie das Öko wieder zurückgeben. Für diese Idee trete ich an. Was bedeutet Wirtschaften, Grünwirtschaften? Wenn wir in Europa wirtschaften und investieren, dann muss das sozial und ökologisch orientiert sein. Das habe ich auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Haushaltspolitik im Bayerischen Landtag immer ganz fest im Blick. Klimawandel bedeutet aber auch Jobs, Jobs, Jobs. Grüne Arbeitsplätze in zukunftsfähige Branchen, das bringt die Energiewende, wenn sie auch wirklich umgesetzt wird. Davon können wir gerade in Bayern ja ein Liedchen singen, mit unserer absoluten CSU-Mehrheit, wo die Energiewende von unserem Drehhofer so torpediert wird. Ich will, dass Europa in erneuerbare Energien und Energieeffizienz investiert und Europa dabei eine Führungsrolle übernimmt. Ich will, dass wir kreativ sind für den ökologischen Wandel, mit neuen grünen Ideen und neuen Technologien. Mit unserem Hunger nach Konsum setzen wir auf umweltgefährdende Technologien und Chemikalien. Aber wir können etwas dagegen setzen in Europa. Ich habe lang genug zu Chemikalien, zur Rohstoffgewinnung gearbeitet und ich muss sagen, gelinde gesagt, es ist erschütternd, was da der Umwelt zugemutet wird. Fracking muss EU-weit verboten werden. Die EU-Kommission, die hat vor kurzem nicht dagegen gehalten. Es gab eben keine rechtlich verbindlichen Vorgaben aus Brüssel dafür. Wollen wir in Europa wirklich solche Technologien? Nein, liebe Freundinnen und Freunde. Sparsam mit Ressourcen umgehen und auf Recycling setzen, das ist es, was wir wollen und was wir können. Und um das umzusetzen, brauchen wir einen Dialog mit der Industrie, und zwar auf Augenhöhe. Wenn wir schon beim Produzieren in Europa im größten Binnenmarkt weltweit auf ökologische und soziale Standards achten, dann können wir viel gewinnen. Durch das TTIP sollen Produktions- und Produktstandards angepasst werden. Ja, was heißt denn das? Die Standards sollen angepasst werden. Wir brauchen die höchsten Standards, die möglich sind. Anpassung kann dabei nicht der richtige Weg sein. Sich anpassen, das mögen wir Grüne überhaupt nicht. Grün ist immer auch Widerstand an der richtigen Stelle und sich eben nicht anpassen. Für unser Klima, für die Umwelt und für ein gerechtes Zusammenleben. Sehen wir uns doch mal den Ist-Zustand an. Finanzkrise, ja, das klingt schlimm, aber ist doch noch gar nichts. Wir stecken weltweit in einer ökologischen und sozialen Schuldenkrise. Arbeitnehmerinnenrechte werden mit Füßen getreten, ökologische Folgen werden den nächsten Generationen aufgebürdet. Das so billige T-Shirt von Hasi und Mausi kommt uns alle letztlich teuer zu stehen. Aber da liegt ja auch die Chance. Großer Markt, große Gestaltungsmöglichkeiten. Geben wir der Ökonomie das Öko wieder zurück.
Wer heute Umweltpolitik macht, der muss ran an den beinahe überall Einsatz von Chemie und Kunststoff. Wir leben im Plastikzeitalter. Allein rund 50 Millionen Tonnen Kunststoff werden jedes Jahr in Europa produziert. Ich habe das mal umgerechnet in Plastikenten. Die gibt es nämlich da draußen, geschenkt, kann man sich holen, darf man sich holen, damit man sich das mal vorstellen kann. Jedes Jahr sind das 1 Billion Enten, 1000 Milliarden Plastikenten. Eine Schlange von Plastikenten 100-mal hin und zurück von der Erde bis zum Mond. Diese Kunststoffe, die landen bei uns im Müll, in den Ozeanen mit Wirkung auf Mensch und Tier. 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfall fällt jedes Jahr in Europa an. Das ist die Hälfte der Produktionsmenge. Ja, ist denn das der richtige Weg? Oder sollten wir da nicht mehr auf Recycling setzen und nach Alternativen suchen? Europa ist ein ganz besonderer Markt und Europa kann noch mehr, eine grüne, solidarische Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik gestalten. Hierfür gibt es klare Forderungen. Wir müssen Finanzmärkte an die Leine nehmen und weg mit den Steueroasen. Noch eine Forderung: Gelder aus dem EU-Haushalt müssen an der richtigen Stelle investiert werden. In ökologische Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung zum Beispiel. Europa ist ein Wirtschaftsraum, aber noch mehr als das. Ein solidarisches Zuhause und ein Friedensprojekt. Europa ist eben nichts Abstraktes fern in Brüssel. Europa ist in unserem Alltag und geht bis in die Familie hinein, auch bei mir. Da ist mein Vater, der heute noch alle Krümel aufisst, weil er als Kind so viel Hunger gehabt hat. Und da ist mein Urgroßvater, Robert Engel. Er starb im Konzentrationslager Buchenwald, weil er Jude war und bisexuell, wie man sagte. Das habe ich erst vor 10 Jahren erfahren. Den Teilen meiner Familie fällt es noch immer schwer, darüber zu sprechen. Der europäische Integrationsprozess, der setzt den Kriegstraumata immer etwas entgegen und arbeitet konstruktiv an einer Gegenwart, wie wir sie leben wollen. Denn Krisen hin oder her, Europa ist auch eine Geschichte der Hoffnung und des Friedens. Mit mir bekommt ihr jemand im Europäischen Parlament, die politische Arbeit auch als Parteirätin kennt, die Berufs- und Politikerfahrung darin hat, zuzuhören und gemeinsame politische Ziele durchzusetzen. Und wenn man sowas im CSU Bayern gelernt hat, dann kommt man damit wohl auch in Europa zurecht. Letzter Satz bitte. Ich bin Enrique und über euer Vertrauen und eure Stimme würde ich mich sehr freuen.